Ich bin kein Körper. Ich bin kein Körper. Ich bin so frei. Und immer noch, so wie Gott mich schuf. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Du bist total gewollt, geliebt, gesegnet. Tritt zurück und lade den Heiligen Geist ein. Und er wird dir nur Gottes Wort schenken. Er kann dir im Grunde nur von der Liebe sprechen. Das heißt, ich lerne, mir selbst von der Liebe zu sprechen. Und das weiterzugeben. Bote der Liebe sein. Ich bin kein Körper. Ich bin reiner Geist. Frei, unendlich frei. Und wir sind gerufen, jetzt in diesem heiligen Augenblick, der immer jetzt gegeben ist, in die Ausdehnung, noch weiter in die Ausdehnung unseres mächtigen Geistes zu kommen, alles zu geben, damit wir erfahren, jeder Teil von mir und du bist Teil von mir, dass wir eins sind. Das Wiedererkennen, Wiedererwachen des Christusgeistes. Also gib alles, weil ein jeder Hilfe braucht, ich genauso. Lass dein Licht leuchten, damit wir uns erinnern. Gib du deinen herrlichen Segen. Deinen liebevollen Segen. Segen ist immer liebevoll. Der Segen ist ja gebend und empfangend. Ich bin der Erlöser. Segne die Welt, weil ich mich selber segne, weil es alles meins ist. Gebe ich Segen, segne ich mich selbst. Geben und empfangen sind eins. Gebe ich Frieden, schenke ich ihn mir selbst. Gebe ich Liebe, liebe ich mich selbst, weil alles eins ist. Und das zusammenfließen zu lassen, was zusammengehört. Was so natürlich ist. Einfach so gegeben. Unschuldig und rein. Unschuldig und rein. Das bist du, das bin ich. Das sind wir alle.
so liebevoll getragen. Ich bin kein Körper. Ich bin mächtig frei. Gottes Schöpfung. Auf immer und auf ewig. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Ich werde immer mehr für mich. Es wandelt sich alles, die Umkehrung. Ich schenke mir alles selbst, was mir von Gott gegeben ist. Und du spiegelst mir das wieder. Beziehungsweise du zeigst mir, was ich noch zu lernen habe oder zu verlernen. Und es ist immer ein Geschenk. So oder so. Also danke dafür. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens. Das sage dir. Der Segen ist dir schon gegeben. Das ist das Licht, was aus dir leuchten will. Es will leuchten. Öffne dich. Öffne dich für dich selbst, für deine Welt. Öffne du dein Herz, deine Hände, deine Arme, deinen Geist noch viel weiter. Unendliche Ausdehnung, ewige Liebe, ewige Ruhe, ewige Hingabe. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Innern meines Herzens, wo er, wo Gott wohnt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und jeder Kummer schmilzt dahin. Nur aus dem.
nur sein, in diesem Gewahrsein. In dieser einfachen Liebe, die dein ist, die du selbst bist. Und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Und das ist der Kurs. Akzeptiere, dass du Liebe bist. Vollkommen. Ganz. Und das gibt. Und dann wirst du den Kurs nicht mehr brauchen, wenn du vollkommen gibst. Wenn du die Liebe vollständig angenommen hast. Der Kurs ist nur ein Mittel. Solange, bis ich aufhöre, eben noch rumzuhampeln. Es macht aber nichts, wenn ich jetzt noch ein bisschen rumhampel. Dahinter ist immer die Liebe. Und ich vergebe mir all das, weil ich der glückliche, freudige Schüler bin und lernen will. Mit dir. Es geht nur mit dir. Also will ich alles geben. Für den glücklichen Moment. Für den heiligen Augenblick. Für die eine liebevolle Erfahrung in jedem Moment. Weil ich immer Liebe bin. Immer. In jedem Moment. Und das heißt für mich, okay. Ich kann gar nicht in Nichtliebe sein. Vergesse es vielleicht mal für einen Moment. Und das will ich jetzt nicht mehr. Ich will den Frieden Gottes. Ich will seine Liebe, weil ich das selbst bin. Und mich darin tragen zu lassen. Das ist die Ausdehnung. Einfach tragen, fließen lassen. Wo ich gehe und stehe. Grenzenlose Liebe. Ich bin kein Körper. Ich bin so frei im Geiste Gottes, im Heiligen Geist. So wie Gott mich schuf.
und ich segne die Welt mit all meiner Liebe, die mir gegeben ist, damit ich mich selber segne. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt selbst die Lektion sprechen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus meinem Inneren, meines Herzens, wo er wohnt. Ich brauche mich nur an ihn wenden und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Amen.
Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Und der Segen Gottes leuchtet auf mich. Aus dem Innern meines Herzens, wo er wohnt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden und jeder Kummer schmilzt dahin. Während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Ich bin kein Körper. Ich bin so unendlich frei. Und immer noch so, wie Gott mich schuf. Und diese sanfte Kapitulation geschehen zu lassen. Ich kapituliere nur vor mir selber. All die Abwehr, all der Widerstand schmilzt dahin. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Und bleibe bei diesem Segen. Du bist der Erlöser deiner Welt. Der Frieden kommt durch dich. Die Liebe will durch dich gegeben werden. Du kannst nicht angegriffen werden. Also danke, danke. Danke, danke für den stillen Segen. Und danke, danke für deine stille Liebe. Ich kann mich nur verneigen. Ich verneige mich im Grunde vor mir selbst. Ne?
mächtiger Gefährte. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Du bist immer gesegnet mit der Liebe Gottes, die wir alle sind. Gleich.